hoch. Wie macht ihr das denn? Habe ich da gedrückt? Schuffelmauer-Viewer, was? Da hast du dir ja coolen Gipfel gekauft. Ja, ich muss das jetzt noch so machen. So viel der blockiert den so in der Position. Schatz, ja? Kannst du den Zuschauern mal erklären, was du da bitte jetzt gerade machst? Ich versuche das Handy quer einzustellen. Immerhin wackelt's. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn vom Gimbal, dass es wackelt. Nein, aber ist auch nicht der Sinn, dass der das so einstellt. Aber da gucke ich gerne nochmal im Internet nach, wie man das ganz schnell umstellt. So, 1 habe ich rangemacht, 2 habe ich rangemacht, 3 habe ich rangemacht, das habe ich und das habe ich. Da muss ich erstmal die App runterladen, aber da muss ich irgendwo die wie mache ich es quer Funktion haben. Ihr noch die App runterladen wegen Dingsterbumster. Sonst kann der mein Handy nicht connecten. Vielleicht geht es dann, wenn du dein Handy connected hast und. Nee, das muss er eigentlich so machen. Das habe ich irgendwie. Warte mal, hier ist keine Bedienungsanleitung drin. Der bewegt sich. Ja, kann er ja machen. Nein. Ja, habe ich auf Memory irgendwas eingestellt. Nämlich jetzt. Ist halt irgendwas eingestellt, hier langsam Verfolgungsmodus oder irgendwas, keine Ahnung. Muss man vielleicht mal, ja, ein Tutorial sich reinziehen. Weil ich zweimal auf den Knopf drücken musste. Der Profi. Aha, siehste. Wenn du lange drückst, geht dann die Parkposition. Das finde ich cool. Ich parke heute mal eine Runde. Ja, es kommt ja dann geil, wenn du hier so auf dem Fußboden filmst, ne? So, dann kannst du wirklich so laufen. Bam, 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 bam. Ich hab da das Handy sogar gedreht, hast du gesehen? Mhm. Dann kannst du hier richtig schön so aus der Pearly und Finn Perspektive mal was aufnehmen. Ja. Ja, das ist schon cool. Technik, die begeistert. Ist mega. Ja. Den Knopf, den kann man dann nämlich hier drücken, den hier. Wenn du ganz schnell was unten gucken willst, dann blockt er das Teil. Mega. Ja. Also im Prinzip musst du das Ding kennenlernen, damit du weißt, was wie wo gedrückt werden muss und dann. Das muss ich erstmal jetzt hier auch mehr dann schallert das voll. In so ein Tutorial. Also dann geht man zusammen einen Kaffee trinken und lernt euch kennen. Ich weiß nicht, wie man es ausschaltet. Eigentlich wie alle Dinger, ne? Lang drücken. Ja, habe ich gerade probiert. Sich an wie im Fahrstuhl. Ja. Wir sind in der Etage angekommen. Herzlich willkommen. Fertig. Jetzt hat er hier diese. Krasses Teil. Ja, finde ich auch.